Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 69. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU auf eine Aktuelle Stunde, Drucksache Nummer 20/427, betreffend neuer Tarifabschluss, garantiert Landesbeschäftigten kräftiges Lohnplus, Nachwuchspaket und alle Vorteile des Hessentarifs. Als erstem Redner erteile ich dem Kollegen Bauer für die Fraktion der CDU das Wort. Ja, es ist ein guter Tag heute. Ne? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrter Herr Präsident, meine werten Kolleginnen und Kollegen! Sie kennen vermutlich alle die häufig zitierte Äußerung von Otto Fürst von Bismarck über Beamte bzw. Staatsdiener. Ihm wird zugeschrieben, Zitat, mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber helfen die besten Gesetze nicht. Zitat Ende. Und für die CDU-Fraktion darf ich feststellen, wir wollen beides, gute Gesetze und gute Landesbedienstete. Und in der Tat ist dieser Tarifvertrag ein gutes Ergebnis für alle Landesbedienstete hier in Hessen. Und ich darf zitieren den Verhandlungsführer Volker Geier mit Blick auf den Tarifabschluss. Zitat: Mit dieser Tarifeinigung ist ein fairer Kompromiss gelungen. Hessen bleibt damit als Arbeitgeber nicht nur konkurrenzfähig, sondern kann sogar eigene positive Akzente setzen. Zitat Ende. Recht hat er, meine Damen und Herren. Es ist in der Tat ein guter Kompromiss mit vielen positiven hessenspezifischen Akzenten. 8% mehr in den nächsten 33 Monaten, das ist für beide Seiten eine gute Vereinbarung. Denn dieser neue Tarifabschluss stärkt das Land Hessen als attraktiver Arbeitgeber. Und dieses Paket enthält auch eine Vereinbarung für ein innovatives Nachwuchspaket, nämlich weitere Verbesserungen für Hochqualifizierte. Und das bundesweit einmalige Landesticket ist ebenfalls enthalten. Insgesamt haben wir mittlerweile 150 landesspezifische Besonderheiten, die unseren Landesbediensteten konkrete Verbesserungen bringen, meine Damen und Herren. Und wir Christdemokraten freuen uns über das Erreichte, denn wir wollen gerade mit Blick auf die Demografie und den sich verschärfenden Wettbewerb um die besten Köpfe, dass das Land Hessen ein attraktiver und leistungsfähiger Arbeitgeber ist und auch zukünftig bleibt, meine Damen und Herren. Das Ergebnis bringt eine Einkommensverbesserung für die Tarifbeschäftigten von 8% in den nächsten 33 Monaten. Demnach bekommen die rund 45.000 Mitarbeiter des Landes rückwirkend zum 1. März 3,2% mehr Gehalt, mindestens 100 €. Ab dem 1. Februar 2020 erhöhen sich die Bezüge nochmals um 3,2%, ebenfalls mindestens um 100 €. Und ab dem 1. Januar 2021 um weitere 1,4%, ebenfalls mindestens um 40 €. Das ist eine deutliche, kräftige, spürbare Lohnsteigerung, auf die wir sehr, sehr stolz sind, meine Damen und Herren. Aber auch die Auszubildenden und Praktikanten profitieren von der Einigung. Das Nachwuchspaket umfasst eine Entgelterhöhung von 120 € in zwei Schritten, einen Tag mehr Urlaub auf dann 30 Tage, die Verlängerung der Regelung für die Übernahme der Auszubildenden und neu eine Kinderzulage in Höhe von 100 € für jedes Kind. Und ab dem dritten Kind sind es sogar 150 €. Made in Hessen Tarifvertrag. Gut gemacht, meine Damen und Herren. Um dem Fachkräftemangel besser zu begegnen, gibt es künftig die verbesserten Eingruppierungsregelungen für Beschäftigte der Informations- und Kommunikationstechnik. Und auch die Forstbeschäftigten haben Verbesserungen. So können Beschäftigte im Außendienst von besseren pauschalen Entschädigungen profitieren. Und die Fahrten auf Waldwegen erhalten ebenfalls höhere Erschwerniszulagen. Ganz besonders wichtig ist, dass für die Dauer der Laufzeit des Landestickets fortbesteht. Ich glaube, es ist ein Erfolgsprojekt insgesamt. Denn anders als ein Jobticket kann das Landesticket Hessen zu jeder Tages- und Nachtzeit innerhalb von ganz Hessen genutzt werden. Auch eine kostenlose Mitnahme an Wochenenden ab 19 Uhr ist vorgesehen. Das bundesweit einmalige Landesticket ist für die Nutzer eine weitere deutliche finanzielle Entlastung, meine Damen und Herren, ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Und ich weise schon auf den Blick auf die Beamtinnen und den Pensionsbereich, denn auch hier haben wir verdienstvolle Staatsbediener, deren Arbeit wir wertschätzen wollen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN werden die Tarifverhandlungsergebnisse auf die hessischen Landesbeamtinnen und Beamten und die Versorgungsempfängerinnen übertragen, meine Damen und Herren. Das ist eine gute Nachricht auch für alle Beamtinnen und Beamten in Hessen. Insgesamt, und das darf man hier nicht unter den Tisch fallen lassen,
umfasst das ganze Paket, über das wir gerade gesprochen haben, für die Dauer der Laufzeit inklusive der Beamten und der Versorgungsempfänger 1,5 Milliarden €. Das ist eine deutliche finanzielle Leistung, die das Land Hessen hier seinen Bediensteten in die Hand nimmt und bereitstellt. Das ist gutes Geld, gut angelegtes Geld in die Köpfe unserer Landesverwaltung. Aber das muss man einmal erwähnen. Das sind 1,5 Milliarden €, die man nicht jeden Tag sozusagen in die Hand nehmen kann. Aber ich glaube, in dem Fall war es ein gutes Ergebnis, auf das wir aufbauen können. Meine Damen und Herren, wir sind hier vorne, auch im Bereich unserer eigenen Akzente, die der Vertrag gesetzt hat. Wir sind im Bereich der Kinderzulage hessenweit führend. Die Beschäftigten erhalten nur in Hessen diese Zulage. Wir haben in Hessen, nur in Hessen, die stufengleiche Höhergruppierung. Wir haben unbürokratische Regelungen bei der Erschwerniszulage. Wir haben das höchste Entgelt für Praktikantinnen. Und wir haben einen Freizeitausgleich für Inhaber von Ehrenamts- und Jugendleiterkarten. Das alles gibt es nur in Hessen, und das ist der tarifgeschicklichen Verhandlung in Hessen zu verdanken. Hessen ist auch hier vorn, und es ist in der Tat, Herr Kollege, ein guter Tag für alle Landesbediensteten in Hessen, auf den wir sehr stolz sind. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bauer. Nächster Redner ist der Abg. Volker Richter für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sowohl Angestellte als auch Beamte werden sich über diesen Abschluss durchaus freuen, und die lange Laufzeit gibt eine Planungssicherheit für beide Seiten. So weit, so gut. Die Frage der Tarifanbindung des Landes Hessen bleibt dennoch bestehen. Eine sehr wichtige Frage, denn neben dem Gehalt geht es eben auch um Fragen der Mitbestimmung, auch wenn der Hessische Weg sich sehr eng an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder anlehnt. Arbeitszeit, Zeitverträge und Praktika sind Fragen, die die Hessische Landesregierung auf breiter Ebene beantworten und damit natürlich auch mit anderen Ländern gemeinsam Wege suchen muss. Eine der schwierigsten Fragen für die Menschen nach einer Lohnerhöhung stellt sich allerdings völlig unabhängig davon. Was bleibt netto von dem übrig, was vollmundig in Bruttozahlen medial so positiv dargestellt wird? Da wird es dann weniger gut aussehen, denn die kalte Progression wird einen durchaus großen Teil der Gehaltserhöhung den Beschäftigten wieder entziehen. So kann die Landesregierung diesen Abschluss nur begrenzt als positiv darstellen, denn die Beschäftigten haben nach Zahlung von Abgaben und Steuern nur noch einen Bruchteil dessen, was öffentlich bei dieser Lohnerhöhung als großer Schluck aus der Pulle angesehen wird. Nein, wir sind nicht gegen Steuerzahlungen. Ich habe die kalte Progression erwähnt. Auch Sie sollten genau wissen, was das ist, anstatt hier gegen Steuerzahlungen zu reden. Ich denke, Sie sind ein sehr schlauer Mensch und wissen genau, was ich meine. Die kalte Progression, meine Damen und Herren, muss somit wieder ein wichtiger Bestandteil unserer Diskussion werden. Sonst verdienen die Menschen zwar viel auf dem Lohnzettel, übrig bleibt davon aber herzlich wenig. Ich erlaube mir auch hier auf die kommunalen Steuern und die sehr hohen Energiepreise hinzuweisen, die diese Lohnerhöhung nicht einmal im Ansatz auszugleichen vermag. Die LINKEN mögen stöhnen, aber ich muss auf die GRÜNEN noch einmal hinweisen. Die Kugel Eis hat dann doch nicht ganz funktioniert. Die sind zwar mittlerweile sehr teuer geworden, aber funktioniert hat es nicht. Als anschauliches Beispiel sei genannt, dann noch einmal zu Ihnen von den GRÜNEN, um es Ihnen etwas besser zu erklären. In den 60er Jahren hat der Spitzensteuersatz beim 15-fachen des durchschnittlichen Bruttogehaltes gegriffen. Deswegen konnten die Menschen früher auch mit einem Familienmitglied die Familie ernähren. Heute greift der Spitzensteuersatz bereits beim 1,5-fachen des durchschnittlichen Bruttogehaltes. Eine Lösung sind somit nicht einzig Lohnerhöhungen, sondern die Bemessungsgrundlage des Spitzensteuersatzes zu erhöhen, um den Mittelstand zu stärken, sowie feste Anstellungen gegenüber Zeitverträgen deutlich zu bevorzugen. Ich betone das ganz besonders, weil es wird uns noch begegnen, das ist ein Steckenpferd von mir, Praktika massiv einzuschränken. Hessen kann somit über diesen Tarifabschluss hinaus bei sich selbst Veränderungen vornehmen und entsprechend über diesen Bundesrat diese auch anstreben. Erlauben Sie mir noch einen letzten Satz zu der Regierungskoalition. Wenn ein Beschäftigter des Landes Hessens
Hausbesitzer ist oder eine Eigentumswohnung besitzt und eine Herstellungsmaßnahme bei seiner Straße notwendig wird, dann bräuchte er wohl eine erheblich größere Lohnerhöhung, um allein die Straßenausbaubeiträge zu bezahlen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Tarifparteien in Hessen haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes einen guten und für alle Beteiligten einen zufriedenstellenden Tarifabschluss hinbekommen. Das freut uns sehr, meine Damen und Herren. Darüber, dass die 45.000 Tarifbeschäftigten in den kommenden 33 Monaten 8% mehr bekommen, darüber freuen wir uns. Da können wir feststellen, dass es eine ordentliche und eine gute Lohnsteigerung ist, die uns besonders freut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ab März 2019, der Kollege Bauer hat es schon erwähnt, 3,2% mehr, in 2020 3,2% zusätzlich, ab 2021 1,4%, also kräftige Zuwächse für die Tarifbeschäftigten im Lande Hessen. Damit beteiligen wir unsere Beschäftigten angemessen an der Einkommensentwicklung in diesem Land, und die Beschäftigten nehmen an dieser Einkommensentwicklung teil. Dank dafür ist geschuldet der guten, insgesamt guten Wirtschaftsentwicklung und der daraus resultierenden guten Steuereinnahmen. Erfreulich sind auch die linearen Zuwächse, aber erfreulich sind ganz besonders auch die Besonderheiten, die hier noch getroffen wurden in dem Paket. Ich will da nur einige Punkte erwähnen. Das Nachwuchspaket, bessere Verbesserungen bei den Fachkräften, höhere Entlohnung in zwei Schritten für die Auszubildenden, ein Tag mehr Urlaub für die Auszubildenden, Kindergeld in Höhe von 100 und 150 € dann beim dritten Kind. Das sind, finde ich, Errungenschaften dieses Tarifs, die sich durchaus sehen lassen und die wir sehr begrüßen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde eine gute Vereinbarung, besonders und nicht nur die linearen Vereinbarungen, sondern auch die Vereinbarungen zur Nachwuchsgewinnung und zur Familienfreundlichkeit können sich hier insbesondere sehen lassen. Und damit das auch gleich gesagt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, und damit die Freude allseits im Hause dann noch größer wird, will ich gleich dazu sagen, dass wir natürlich diesen Abschluss auch für die Beamtinnen und Beamten des Landes übernehmen werden. Das haben wir in der Koalitionsvereinbarung so vereinbart, und das werden wir auch so tun. Im Übrigen genauso der Punkt, der in der Koalitionsvereinbarung hinterlegt worden ist, dass wir nach diesem Tarifabschluss dann auch mit der Tarifgemeinschaft der Länder Gespräche aufnehmen. Also ein rundes Paket, über das man sich durchaus freuen kann. Ich will noch einige Besonderheiten des Tarifvertrags erwähnen, auf die wir besonders stolz sind. Das Hessenticket ist hier schon erwähnt worden. Ich will es hier aber noch einmal hinterlegen. Nicht nur für die Tarifbeschäftigten, auch für die Beamtinnen und Beamten wird es weiter das Hessenticket geben. 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes werden zukünftig weiterhin den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Hessen frei benutzen können. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch eine gute Entscheidung für die Umwelt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Hessenticket gibt es nur in Hessen. Das ist gut für den Geldbeutel, ich habe es gerade schon gesagt, der Beschäftigten, aber das ist natürlich auch gut für die Umwelt und für den Klimaschutz. Ich würde mich freuen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn andere Bundesländer diesem Beispiel folgen würden oder andere Tarifpartner diese Punkte übernehmen würden. Dann kämen wir auch im Bereich Klimaschutz, dann kämen wir auch im Bereich Umweltpolitik weiter, wenn wir auch in anderen Bereichen solche Vereinbarungen treffen würden.
Ich will einmal kurz erwähnen, was das für den Einzelnen eigentlich heißt. Und da sind wir dann bei den Besoldungsgruppen und auch gerade bei den unteren Besoldungsgruppen. Wenn Sie sich z. B. die Besoldung bzw. die Eingruppierung E8 anschauen, das sind im Grundgehalt 3.379 €, wenn man denn 200 € noch Kinderzuschlag für zwei Kinder draufrechnet und derjenige von z.B. Fulda nach Frankfurt morgens einpendeln muss, weil er in Frankfurt eben arbeitet, dann spart ihn das 2.650 € im Jahr. Und das ist ein wirklich guter Beitrag, gerade auch für die Kolleginnen und Kollegen, die in den unteren Lohngruppen sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was gibt es dazu noch? Mitnahme der Kinder. Die Kinder dürfen frei mitfahren nach 19 Uhr und am Wochenende auch die Lebenspartner. Und das ist das Besondere an diesem Hessenticket, nicht nur auf der Strecke vom Arbeitsort zum Beschäftigungsort zum Wohnort, sondern in ganz Hessen. Und das ist wirklich nicht nur eine tarifpolitische, sondern auch eine umweltpolitisch gute Entscheidung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Redezeit erinnert Herr Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme sofort zum Schluss. Ich will am Ende aber auch noch darauf hinweisen, dass dieser Tarifabschluss natürlich enorme Auswirkungen hat. Dieser Abschluss auf der gesamten Laufzeit hat ein Ausgabevolumen von rund 1,5 Milliarden €. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Und im Sinne von ordentlicher Haushaltsgestaltung und auch von Nachhaltigkeit in der Haushaltspolitik müssen wir das auch für zukünftige Generationen im Blick haben. Zurzeit ist die Wirtschaftslage gut, die Steuereinnahmen sind gut. Dann sollen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen sprudelnden Einnahmen beteiligt werden. Uns als Fraktion freut das sehr. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Nächster Redner ist der Abg. Müller für die Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will einmal mit einem Hinweis an Herrn Bauer anfangen, ein Zitat von Bismarck als Reichskanzler zu zitieren, in dem den Abgeordneten erklärt wird, dass egal, ob sie gute oder schlechte Gesetze machen, nicht so wichtig ist, weil die Beamten regeln das schon, ist im Parlament zu äußern schon eine mutige Sache. Nur ganz ehrlich sagen. Da ist mein Selbstverständnis, auch mein Anspruch als Abgeordneter des Landtags ein anderer. Ich habe durchaus die Absicht, dass wir hier gute Gesetze machen. Von daher wollte ich das nur zu Beginn anmerken. Ich glaube, wenn man 1,5 Milliarden €, das hat Kollege Frömmrich gerade noch einmal zu Recht benannt, ausgibt oder ein Paket darüber vereinbart, dann ist es richtig, wenn man sich darüber freut. Ich glaube aber, dass es kein großer Grund für ein Eigenlob ist, weil man im Ergebnis im Hinblick auf die Tarifsteigerungen und auf die Jahre, auf die sich das bezieht, die Monate, man schlicht und einfach die Einigung aus dem TDL übernommen hat. Das ist insofern das, was nach außen dringt. Das ist das, was entscheidend für die meisten der Angestellten ist. Da ist es jetzt nichts Besonderes, wenn man im Ergebnis nach einigen Verhandlungen das übernimmt, was TDL vorher bereits erreicht hat. Ich will zum Zweiten deutlich machen, wenn man sich dann dafür lobt und sich freut, dass man das auf die Beamten überträgt, dann ist das nur das Mindeste, was man machen sollte. Und es ist aus meiner Sicht auch verfassungsrechtlich kaum etwas anderes möglich, weil man in den letzten Jahren, man ist mittlerweile an einem Limit angekommen. Und ich glaube, das ist auch durchaus bewusst. Man hat durch die Nullrunde und 1%-Steigerung mittlerweile einen Bereich erreicht, wo es gar nicht mehr möglich ist, weitere Reduzierungen im Verhältnis zu den Angestellten anzugehen, weil man ansonsten die verfassungsrechtliche Regelung nicht mehr einhalten würde. Das ist der zweite Punkt. Insofern auch da kann man sagen, natürlich, es ist ein schöner Tarifabschluss, haben auch die beide Seiten in den Verhandlungen danach erklärt. Da schließen wir uns auch an. Wir freuen uns auch für die Angestellten und dann auch für die Beamten, auf die das übertragen wird, die mehr Geld bekommen, mit allen Auswirkungen. Das ist korrekt. Kalte Progression und so weiter spielen da natürlich auch eine Rolle. Aber ich will noch einmal auf den Knackpunkt, der hier zugrunde liegt, kommen. Und das ist die Frage, die erst kurz angesprochen wurde. TVH oder TDL? Und da muss ich ganz offen sagen, weiß ich nicht, ob es so geschickt war, wenige Monate vor einer Tarifverhandlung einen Koalitionsvertrag abzufassen, in dem drinsteht, dass man doch sehr genau prüfen will, ob man nicht in den Tarifvertrag der Länder zurückkehren will, weil das für die Verhandlungsposition
in einer solchen Tarifverhandlung sicherlich nicht vorteilhaft ist, weil die Gewerkschaften seit Jahren genau diese Forderungen aufstellen. Deswegen, das, was man erreichen kann durch einen Tarifvertrag Hessen, und wir haben die Absicht ja zu Beginn mitgetragen, und ich kann mal zitieren aus einer Anfrage, die vor kurzem beantwortet worden ist, was damit bezweckt wurde. Parallel dazu verfolgte das Land Hessen mit dem Austritt aus der Tarifgemeinschaft deutscher Länder im Jahr 2004 auch im Tarifbereich das Ziel, den reformbedürftigen, über 40 Jahre alten Bundesangestellten-Tarifvertrag durch einen hessenspezifischen, attraktiven und zukunftsfähigen Tarifvertrag zu ersetzen, der auf die hiesigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zugeschnitten ist. Dieses Ziel wurde insbesondere durch die Vereinbarung des Tarifvertrags vom 1. September 2009 erreicht. Stimmt. Und da ist auch genau der Haken. 2009 hat man das eine oder andere erreichen können. Und ich will gar nicht die einzelnen Punkte, die man als Sondervereinbarungen im Tarifvertrag Hessen drin hat, infrage stellen. Ich glaube nur, dass sie allesamt nicht ausreichen, um einen Arbeitnehmer, der einen Job im öffentlichen Dienst sucht, davon zu überzeugen, genau deswegen nach Hessen zu kommen. Das wäre aber die Grundlage dafür, dass man im Wettbewerb um gute Arbeitnehmer eben auch erreicht, andere Leute besser anwerben zu können. Und dafür reichen die Dinge nicht aus, sei es die stufengleiche Höhergruppierung, sei es auch das Jobticket. Das sind alles keine Punkte, die wirklich dafür ausreichen. Und deswegen, wenn man das schon reinschreibt vor einer solchen Verhandlung im Koalitionsvertrag, wird man es nicht schaffen, in diesen Tarifverhandlungen weitere Vorteile für die hessischen Angestellten auch erreichen zu können, zumindest keine wesentlichen. Und genau das ist auch erfolgt. Wir haben eine weitgehende Übernahme des Tarifvertrags der Länder. Und deswegen glaube ich, ist die entscheidende Frage, wie jetzt die Gespräche aufgenommen werden, weil man nach der Ankündigung, dass man überlegt, zurückzukehren in den TDL, man, glaube ich, da gar nicht mehr hinter zurückkommt. Ob das dann so gewollt war oder wie auch immer, ich bin gespannt, auch, wie es gelingen wird, die entsprechenden Sonderregelungen, das ist ja auch angekündigt, das will ich durchaus anmerken, schafft, in den Tarifvertrag der Länder reinzuverhandeln. Das wird, glaube ich, eine spannende und große Aufgabe. Wenn das gelingt, wäre es gut. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass wir uns mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Angestellten des öffentlichen Dienstes freuen sollen. Ich glaube aber, dass es das Mindestmaß war. Ich sehe die Redezeit und komme gleich zum Schluss. Dass das Mindestmaß war, wenn wir in der Wettbewerbsfähigkeit der Länder, in der Auseinandersetzung im Fachkräftemangel, in der Auseinandersetzung um mehr und vor allen Dingen qualifizierte Mitarbeiter weiter Schritt halten wollen mit anderen Ländern, dann war das das Mindeste, dass wir den Tarifvertrag der Länder auch mit übernehmen und auch nachher auf die Beamten übertragen, denn ansonsten bekommen wir über kurz oder lang erhebliche Probleme. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Bevor ich dem Kollegen Schaus für die Fraktion DIE LINKE das Wort erteile, will ich auf der Besuchertribüne ganz herzlich eine Delegation der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien unter der Leitung der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Frau Shitaye Minale begrüßen. Wir heißen Sie sehr herzlich willkommen hier in Hessen und wünschen Ihnen gerade in diesen bewegten Zeiten alles Gute und viel Erfolg. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Herr Kollege Schaus. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dass die AfD zu Tarifpolitik und Tarifverhandlungen wenig Erfahrung hat und wenig beitragen kann, das hat mich jetzt nicht überrascht. Überrascht hat mich allerdings, dass Sie dann vom Spitzensteuersatz, von kalter Progression, von Energiepreisen oder der Kugel Eis reden. Und wenn das ein Schulvortrag gewesen wäre, dann wäre sicherlich das Thema verfehlt gewesen. Und das, meine ich, ist hier auch der Fall. Aber zurück zum Thema. Auch ich freue mich, dass es nach den Warnstreiks der letzten Woche am vergangenen Freitag in dritter Verhandlungsrunde gelungen ist, mit den Gewerkschaften einen Tarifabschluss für die 45.000 Tarifbeschäftigten beim Land Hessen zu vereinbaren. Dieser Tarifabschluss stellt eine weitestgehende Übertragung des Tarifergebnisses bei der Tarifgemeinschaft der Länder dar, der für alle übrigen Bundesländer, wie wir wissen, gilt. Positiv sind aus meiner Sicht unter anderem folgende Detailregelungen, schon angesprochen worden, die Steigerung um 3,2 in 2019 und 2020 sowie die Steigerung um 1,4 im Jahre 2021. Die soziale Komponente zur Stärkung der Eingangsgruppen,
auch wenn die Mindestbeträge leicht verschoben wurden zum Abschluss der TDL und sogar die etwas höhere Ausbildungsvergütungen. Die weitere Festschreibung des Landestickets, so wie es zuvor bereits im Koalitionsvertrag vereinbart war. Und nicht zu vergessen, die Vereinbarung zur Übertragung des Tarifvertragsergebnisses zeitgleich und systemgerecht im Volumen, so heißt es ja in der Vereinbarung, wie es in Ziffer 7 der eben niedergeschrieben ist, auf alle Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfänger. Das beginnt ja ab dem 1. Mai dieses Jahres rückwirkend. Wir werden also zügig sicherlich eine entsprechende Gesetzesvorlage von der Landesregierung erhalten. Ich will aber auch eine der 150 Sonderregelungen ansprechen. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, denn ob sich alle anderen Beschäftigten beim RP allerdings darüber freuen, dass nun die Beschäftigten im Ausländerwesen und bei Rückführungen, die überwiegend Aufgaben zur Durchführung des Aufenthaltsgesetzes und des Asylgesetzes wahrnehmen, eine monatliche Zulage von 100 € erhalten, muss sich erst noch zeigen. Ich gehe aber davon aus, dass das eine Forderung der Arbeitgeberseite war, die von den Gewerkschaften dann natürlich aufgegriffen wurde. Als Gewerkschaftssekretär, der selbst Tarifverhandlungen geführt hat, macht mich allerdings bei aller Freude über das Ergebnis eine Tatsache stutzig, die Verhandlungsdauer. Wenn weitgehend die Tarifergebnisse der TDL übernommen werden, wieso haben dann die Tarifverhandlungen in der letzten Woche mehr als 17 Stunden gedauert, mit Nachtsitzung bis freitags 6.10 Uhr. So eine Tarifübernahme dauert normalerweise 3 bis 4 Stunden, Herr Bellino, und nicht länger. Ich hege deshalb den Verdacht, warten Sie mal ab, dass die Rückkehr, ja, die Grünen sollten auch zuhören, dass die Rückkehr in die TDL seitens des Innenministeriums nicht mit Nachdruck betrieben werden soll. Dabei macht mich auch die stete besondere Betonung, sowohl beim Minister als auch sogar in dieser Aktuellen Stunde beim Antrag über die Vorteile des Hessentarifs, also über die 150 Sonderregeln seitens der CDU und des Innenministers stutzig. So, lassen Sie mich Folgendes sagen. Alle Flächentarifverträge, ob in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst, sollen neben einer gleichen angemessenen Bezahlung vor allem die Konkurrenzen zwischen den einzelnen Arbeitgebern ausschließen. Das gilt im Übrigen auch im Verhältnis der Bundesländer untereinander. Und, Herr Minister Beuth, ich kann Sie nur davor warnen, hier ein doppeltes Spiel zu betreiben, um möglicherweise hinter dem Rücken des Koalitionspartners den von Roland Koch in 2003 begonnenen hessischen Sonderweg, den die Landesbediensteten und alle hessischen Gewerkschaften immer bekämpft haben, weiter fortsetzen zu wollen. Darauf müssen Sie achten, und dann nehme ich die GRÜNEN in die Verpflichtung. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für die Rückkehr in die TDL. Und das sollte jetzt auch konsequent angegangen werden. Und wir werden die GRÜNEN daran messen, ob das gelingen wird oder nicht. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner ist der Kollege Richter für 1 Minute und sage und schreibe 16 Sekunden. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Schaus, natürlich kann ich das nicht auf uns sitzen lassen, was Sie gesagt haben. Sie werfen wieder mit Dreck und begründen es nicht. Es geht am Ende des Tages, auch bei Tariferhöhungen, um das, was bei den Menschen übrig bleibt. Und hier sind es die LINKEN, die immer sehr gerne den Menschen alles über Abgaben möglichst den Menschen nehmen und sich dann, das ist so, um sich dann feiern zu lassen, und ihnen das Geld wieder zurückzugeben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich ist das ein Teil Ihrer Politik. Das, meine Damen und Herren, ist purer Sozialismus, hat mit Tarifen überhaupt nichts zu tun, und das lehnen wir ab. Herzlichen Dank, Herr Kollege Richter.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich würde jetzt dem Minister des Innern und für Sport, Herrn Staatsminister Beuth, das Wort erteilen. Ja, Herr Präsident, vielen herzlichen Dank. Es ist schon erstaunlich, dass die Sozialdemokraten zu diesem wichtigen Thema nichts zu sagen haben. Aber vielleicht kommt das ja noch im weiteren Laufe der Debatte heute in der Aktuellen Stunde, was allerdings ungewöhnlich ist, weil es nicht den Regeln entspricht, die wir uns hier eigentlich hier jedes Mal gegeben haben. Meine Damen und Herren, es wäre außerordentlich bedauerlich, Herr Kollege Schaus, wenn Sie ausgerechnet die Grünen, na, ich habe Herrn Kollegen Rudolph jetzt herausgefordert, auch noch etwas zu sagen. Das ist schön, dass die Sozialdemokraten sich auch an der Debatte beteiligen wollen. Es wäre außerordentlich ungerecht, wenn Sie die Grünen daran messen wollten, ob es gelingt, in die CDL zurückzukehren oder nicht, weil, wie Sie wissen sollten, Sie haben sich gerade hier gebrüstet als jemand, der sozusagen besonders in diesen gewerkschaftlichen Fragen und besonders bei den Tarifverhandlungen Kenntnis hat. Sie müssten wissen, dass die Tarifgemeinschaft der Länder ohne unsere Beteiligung darüber entscheidet, ob sie uns wieder aufnehmen wollen. Und wir haben gesagt in unserem Koalitionsvertrag, wir nehmen uns das vor, sozusagen die Gespräche aufzunehmen. Aber Vorbedingung dafür, dass wir wieder zurückkehren, ist die, dass wir die Vorteile, die wir sozusagen gegenüber für die Beschäftigten in den letzten Jahren in unserem TVH erreicht haben, dass die beibehalten werden, und die TDL muss unter diesen Bedingungen uns wieder aufnehmen. Deswegen werden von uns auch die Besonderheiten natürlich betont, weil wir deutlich machen wollen gegenüber den Beschäftigten, dass das, was wir erreicht haben, wir auch für die Zukunft erhalten wollen, und zwar nicht nur für die jetzt Beschäftigten des Landes Hessen, sondern auch für zukünftige Beschäftigte des Landes Hessen. Das ist die entscheidende Frage bei dem Thema Rückkehr in die TDL. Meine Damen und Herren, wir haben einen guten Tarifvertrag erreicht nach durchaus langen Debatten. 8% ist hier schon dargestellt worden, 33 Monate. Soweit sozusagen der Rahmen, Herr Kollege Müller, der tatsächlich dem der TDL zu gleichen scheint. Das, was da drin steckt, das ist allerdings TV Hessen. Und das sind ein paar Spezifika, die von besonderer Bedeutung sind, auch für unser Land. Und da gehört nicht nur die Frage der Kinderzulage, die wir jetzt noch ausgedehnt haben, auf die Auszubildenden. Ich finde, eine besonders soziale Komponente. Wir haben die bei dem Thema Ausbildungsvergütung gerade bei den Auszubildenden mehr gemacht. Deswegen ein wirklich schönes Nachwuchspaket. Was uns wichtig war, meine Damen und Herren, war, dass wir einmal natürlich die Spezifika aus der Vergangenheit uns erhalten. Das gilt übrigens für den Bereich des Forstes in einer besonderen Form, Herr Kollege Schaus. Da war die Begeisterung über das Thema, wir machen alles so wie bei der TDL, war nicht sehr ausgeprägt, weil wir eben da besondere Spezifika haben, von der pauschalen Entschädigung für Fahrten auf Waldwegen bis hin zur Motorsägenbestellung, die wir jetzt entsprechend beachten werden. Das mag sehr kleinteilig für Sie sozusagen hier daherkommen. Das ist aber von großer Bedeutung für einen wichtigen Teil unserer Landesverwaltung, nämlich gerade für den Bereich des Forstes. Was noch wichtiger ist, war die Frage, wie können wir die Fachkräfte für die Zukunft, für die hessischen Verwaltungen entsprechend sichern. Und natürlich kommen dort Ingenieure und insbesondere auch die IT-Beschäftigten, nicht nur, weil wir jetzt ein Digitalministerium haben, besonders in den Fokus. Und da haben wir etwas erreicht, Herr Kollege Schaus, was sich eben deutlich von dem abhebt, was die TDL vereinbart hat. Wir haben bei uns die Eingruppierung bei der IT im Moment bei der Entgeltgruppe 11 in der Stufe 4, meine Damen und Herren. Wir haben im Tarifvertrag festgelegt, dass sie aufsteigen werden in die Tarifgruppe 13. Und jetzt kommt es, meine Damen und Herren, weil wir nicht TDL haben, sondern weil wir TVH haben, in der stufengleichen Höhergruppierung. Das heißt, sie werden in der 13.4 und werden dann 572,50 € in jedem Monat mehr verdienen, meine Damen und Herren. Das ist wichtig, damit wir IT-Spezialisten für die hessische Landesverwaltung eben auch gewinnen können, meine Damen und Herren. Das ist sozusagen das Zentrale, was dahinter steht. Und natürlich ist es so, dass wir uns in einem Wettbewerb bewegen. Der Digitalindex oder der Deutschlandindex zur Digitalisierung 2019 hat ausgewiesen, dass bei uns das durchschnittliche Monatsbrutto im Bereich dieses
dieses Beschäftigungszweiges bei knapp 6.000 € liegt, der höchste Monatsverdienst, der sozusagen bundesweit in den Bundesländern erreicht wird. Baden-Württemberg liegt 200 € dahinter. Unsere Anrainerstaaten um uns herum liegen bei 5.000 oder 5.200 €. Meine Damen und Herren, wenn wir IT-Beschäftigte gewinnen wollen, dann müssen wir etwas Besonderes bieten. Wir brauchen IT-Beschäftigte. Deswegen war es wichtig, dass wir im TV Hessen genau das vereinbart haben. Meine Damen und Herren. Die Redezeit der Fraktionen ist mittlerweile abgelaufen, Herr Staatsminister. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Lassen Sie mich das bei den Fachkräften noch einmal am Bereich der Ingenieure illustrieren. Meine Damen und Herren, wir haben dort, und ich kann da von einem Echtfall ausgehen, des Landesbetriebes Bau und Immobilien Hessen, ein technischer Beschäftigter, der, wenn man den wir heute ebenfalls in der Entgeltgruppe Stufe 4 eingruppieren, der aufgrund der Veränderungen, die wir jetzt im TV Hessen vorgenommen haben, es gibt nichts Vergleichbares bei der TDL, den wir jetzt höher gruppieren werden in die Entgeltgruppe 12, ebenfalls wegen der stufengleichen Höhergruppierung, dem Spezifika hier bei uns in Hessen, ebenfalls in die Stufe 4 in der 12, und er wird knapp 500 € mehr verdienen. Meine Damen und Herren, eine solche Situation, einen solchen Tarif gibt es bei der TDL nicht. Wir brauchen aber Ingenieure. Fragen Sie einmal den Wirtschaftsminister, wie die Frage mit dem Straßenbau ist. Fragen Sie den Finanzminister, wie wir das im Bereich des Landesbetriebes Bau und Immobilien haben. Wir brauchen diese Menschen, deswegen müssen wir ihnen attraktive Angebote machen. Und deswegen brauchen wir den Tarifvertrag Hessen. Wir werden, das haben wir angekündigt, mit der Tarifgemeinschaft der Länder Gespräche aufnehmen über die Rückkehr. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass das, was für uns wichtig ist, was wir für die Beschäftigten im Lande Hessen bereits erreicht haben, Kinderzulage nur als ein weiteres Beispiel, das muss für unsere Beschäftigten auch in Zukunft erhalten bleiben und auch für zukünftige Beschäftigte, damit wir genug Personal für die Aufgabenbewältigung des Landes Hessen finden. Insofern ein guter Abschluss, gut für die Beschäftigten, aber am Ende auch gut für das Land Hessen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Damit verlängert sich die Redezeit für jede Fraktion um 2 Minuten. Günther Rudolph hat insoweit 7 Minuten. Bitte schön. Wenn du vor mir gesprochen hättest, hätte ich mir die Redezeit gehalten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Da ich Herrn Beuth ja mittlerweile auch ganz gut kenne, war das so eingeplant. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Meine Damen und Herren, das ist ein Novum im Hessischen Landtag. Die CDU lobt den Abschluss eines Tarifvertrages. Also, bisher war auch der Grundsatz, wir mischen uns nicht in die Tarifautonomie ein. Die ist in unserer Verfassung nämlich verankert. Das ist in erster Linie Sache natürlich der Tarifpartner. Und was ist in Hessen passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren? In Hessen gab es stundenlange Tarifverhandlungen, die Zeit und Geld kosten. Was war das Ergebnis im Wesentlichen? Man hat die Laufzeit, 33 Monate. Man hat die Tariferhöhung der drei Stufen, nämlich einmal 3,2 %, im nächsten Jahr noch einmal 3,2 % und dann noch einmal 1,4 % übernommen, und zwar fast 1:1, meine sehr verehrten Damen und Herren. Warum gibt es überhaupt einen hessischen Sonderweg? Weil es die Borniertheit der CDU seit vielen Jahren ist, dass Hessen einen Sonderweg für seine Tarifbeschäftigten und auch für die Beamten gehen soll. Das war falsch, das ist falsch, meine Damen und Herren, und deswegen muss das korrigiert werden. Das ist die Wahrheit. Da ich das Mikrofon habe, Herr Boddenberg und Herr Frömmrich, ich kann nicht lauter als Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Rahmen der Aktion Düstere Zukunft meinte der jetzt auch in der Wirtschaft gescheiterte damalige Ministerpräsident Herr Koch, er hat die Weisheit erfunden. Der hessische Sonderweg ist gescheitert. 15 von 16 Bundesländern verhandeln in der Tarifgemeinschaft der Länder über Tarifverträge. Das ist gut und richtig so, weil die Länder sich nicht unterschiedlich gegeneinander ausspielen müssen, sondern wir müssen gemeinsam ein Interesse daran haben, dass wir gut ausgebildetes, gut qualifiziertes Personal haben. Und da darf es keinen Wettbewerb der Bundesländer untereinander um Personal geben. Und deswegen ist dieser Sonderweg von Hessen falsch. Und der hessische Sonderweg in den letzten Jahren war ja auch gekennzeichnet von Nullrunden, bei den Beamten Besoldungsdiktate.
im Tarifbereich. Hessische Tarifbeschäftigte durften länger arbeiten als andere. Viele Gängelungen, Abschaffung der Mitbestimmung in weiten Teilen. Das war der hessische Sonderweg, den der Herr Beuth ja permanent weiterlobt. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gab in den Verwaltungen der Länder und auch des Bundes in den letzten Jahren einen Personalabbau, der falsch war. Und jetzt Personalgewinnung zu betreiben, wird schwierig sein. Ich nehme das einmal für den Bereich der Polizei. Die Bundespolizei will Tausende von Beamten einstellen. Alle Bundesländer wollen Polizeibeamte einstellen. Herr Beuth, dass Sie jetzt sagen, wir müssen etwas für das Personal tun, kommt doch nicht aus Ihrer inneren Überzeugung. Ist doch der blanken Not geschuldet, dass Sie sonst kein Personal gewinnen, wenn in Hessen die Arbeitsbedingungen nicht da sind, beim Geld, bei den Arbeitsbedingungen, bei der Arbeitszeit. Und deswegen, die pure Not treibt Sie dazu, dass Sie mit den Gewerkschaften ordentliche Tarifverträge aushandeln. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann kommen diese angeblich 150 Sonderbedingungen für Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich bin sehr dafür, dass der öffentliche Personennahverkehr gestärkt wird. Im Gegensatz zu Ihnen, Herr Boddenberg und anderen, nutze ich den sogar und weiß sogar, was es heißt, in vollen U-Bahnen, Bussen und S-Bahnen zu sitzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich finde auch gut, und ich finde, ja, Herr Frömmrichen, ich weiß, dass es auch Kollegen der GRÜNEN-Fraktion gibt. Sie habe ich eher weniger gesehen, aber das ist eine andere Geschichte. Meine Damen und Herren, dieses Landesticket ist natürlich Teil von Tarifverhandlungen gewesen. Und zur Redlichkeit gehört auch, dass die Gewerkschaften im letzten Jahr einen Teil Besoldungs- und Tariferhöhungen eingesetzt haben, damit es dieses Landesticket gibt. Das ist Teil von Verhandlungen. Da gehören zwei Partner zu. Ich will das nur der Redlichkeit halber erwähnen. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Fraktionsvorsitzenden der CDU von Herrn Boddenberg? Nein, meine Damen und Herren. Und zur Redlichkeit würde es auch gehören, wenn dieses Landesticket allen Bediensteten, auch Mitarbeitern von Studentenwerken an Unis, zur Verfügung stehen würde, damit es nicht Tarifbeschäftigte erster, zweiter und dritter Ordnung gibt. Auch da hätte ich mir ein klares Signal gewünscht. Meine Damen und Herren, und weil die Not so groß ist, weil der Druck natürlich so groß ist bei der Personalgewinnung, müssen Sie etwas tun beim Personalbedarf, bei den Prozentsteigerung. Und jetzt haben Sie in Ihrem Koalitionsvertrag stehen, Sie wollen Verhandlungen führen mit der TDL. Ja, das ist ein bestimmtes Verfahren, dass die anderen Bundesländer zustimmen müssen, dass Hessen in die Tarifgemeinschaft der Länder zurückkehrt. Ja, da wird man auch darüber reden, das müssen dann die Verhandlungspartner machen, welche Regelungen übernommen werden. Das ist übrigens keine Sonderheit. Das gab es mit dem Land Berlin schon im Jahre 2010. Da gab es nämlich einen Angleichungsantrag, so nennt sich das, über die damalig unterschiedlichen Gehälter zwischen West- und Ostberlin. Und deswegen ist das ein ganz, ja, das ist ein Prozess, der dauert. Das haben wir doch immer wieder gesagt. Sie sind doch ohne Not ausgetreten. Und das muss man dann verhandeln, diejenigen, die zustimmen müssen am Schluss. Und dann wird man auch sehen, was von Sonderregelungen überbleibt. Aber damit auch klar ist, hessische Tarifbeschäftigte haben in den letzten Jahren andere Arbeitsbedingungen gehabt als die Kolleginnen und Kollegen in 15 anderen Bundesländern und auch anders als Kommunalbeschäftigte im Rahmen des Tarifvertrages TVÖD. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ganze Lobhudelei, die Sie heute über diesen Tarifvertrag ausbringen, ist an der Stelle entbehrlich, weil es ist Teil der Tarifautonomie. Und Sie haben angekündigt, das werden wir dann sehen, wenn ein Gesetzentwurf im Hessischen Landtag eingebracht wird, vielleicht diesmal von dem zuständigen Tarifminister oder Besoldungsminister und nicht über die Fraktionen, weil Sie schreiben den Gesetzentwurf, dann können Sie ihn auch selber einbringen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann werden wir sehen, was eins zu eins dann in diesem Besoldungsgesetz drinsteht, ob es tatsächlich deckungsgleich übernommen wurde oder nicht. Aber es geht nicht hier um Almosen, sondern da hat Kollege Müller sehr recht. Hessische Beamte in bestimmten Besoldungsgruppen liegen knapp unterhalb der Alimentationsgrenze. Und das wissen Sie auch, weil Sie natürlich die Beamten teilweise zur Finanzierung anderer Haushaltsdinge verwandt haben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Position der SPD-Fraktion ist glasklar. Wir wollen, dass es ordentliche Arbeitsbedingungen gibt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich entlohnt und besoldet werden, dass sie an den allgemeinen Tariferhöhungen teilnehmen, weil es nützt ja nichts, wenn Mitarbeiter Mieten nicht mehr bezahlen können und weiter weg müssen. Das schädigt auch die Umwelt. Dass die GRÜNEN das Thema bezahlbares Wohnen, Herr Frömmrich, möglicherweise nicht so interessiert, macht Ihr Zwischenruf deutlich. Und deswegen, meine Damen und Herren, wer einen funktionierenden öffentlichen Dienst will, mit gutem Personal, muss auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Dafür brauchen wir ordentliche Tarifverträge. Wir brauchen, dass die Beamten keine Sonderopfer bringen müssen. Und deswegen war und ist das die Position der SPD. Vielen Dank.
Das war eine Punktlandung, 7 Minuten. Nächster Redner für die Fraktion DIE LINKE ist der Kollege Schaus mit weiteren 2 Minuten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass ich den Tarifvertrag oder die Vereinbarung – wäre auch nett, wenn der Kollege Frömmrich mir einmal zuhören könnte. Nein, nee, willst du nicht? Okay, ja, gut. Nehme ich dann zur Kenntnis. Also, ich habe die Tarifvereinbarung aufmerksam gelesen, in jedem Detail. Und natürlich stelle ich fest, die Tabelle ist nahezu gleich mit der der TDL. Das ist ja sozusagen die Ausgangslage. Die Laufzeiten sind auch gleich. Und ich stimme Ihnen auch zu, Herr Minister, dass es im Bereich IT Notwendigkeiten gibt, die Hessen jetzt vorgenommen hat, wo ich mir natürlich wünsche, dass die in den anderen Bundesländern auch stattfindet. Also insofern geht es darum, wie dieser, ich sage jetzt mal, Annäherungsprozess zur TDL auch stattfindet. Aber das können ja nicht Eingeweihte natürlich nicht nachvollziehen. Der Verlauf von Tarifverhandlungen, und da lese ich zwischen den Zeilen, und diese lange, lange, lange Nachtsitzung, ja, machen mich in der Tat stutzig, weil vom Ergebnis her, vom materiellen Ergebnis her, nach meiner Erfahrung und Kenntnis, das innerhalb von wenigen Stunden hätte geregelt werden können. Warum war das nicht der Fall? Was hat da eine Rolle gespielt? Da haben Sie kein Wort dazu gesagt, Herr Minister, wie das verlaufen ist und warum das so war. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wenn es eine ernsthafte Rückkehr in die TDL geben soll und das tatsächlich von der Koalition gemeinsam getragen wird, dann genügt es nicht, mal zur TDL zu gehen und Gespräche zu führen. Dann werden die sagen, ja, die 150 Sonderregelungen in Hessen, das kriegen wir ja gar nicht unter und so weiter und so fort, sondern dann erwarte ich von dieser Landesregierung, dass sie, hören Sie gut zu, dass sie jetzt sofort mit den Gewerkschaften gemeinsam auf die TDL zugeht, nicht nur als Land Hessen. Die Gewerkschaften, alle Gewerkschaften haben immer wieder betont, dass sie die Rückkehr in die TDL wollen. Dann machen Sie das gemeinsam mit denen. Dadurch entfalten Sie mehr Druck und Stärke gegenüber der TDL, und dann kann es auch gelingen. Ansonsten ahne ich schon, was hier in 1-2 Jahren uns erzählt werden wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Als Nächster hat sich zu Wort gemeldet der Kollege Richter für die Fraktion der AfD, ebenfalls 2 Minuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, ich möchte mir erlauben, dann doch noch einmal einen kleinen Ausblick zu den LINKEN zu geben, zu den Linksaußen hier in diesem Plenum, die der Meinung sind, dass sie mehr von gewerkschaftlicher Arbeit verstehen als die AfD und vielleicht auch andere in diesem Raum. Diese Anmaßung finde ich sehr interessant. Interessant dabei ist, dass ich lang genug in der Gewerkschaft war und ich 2 Arten von Charakteren in der Gewerkschaft kennenlernen wollte. Ich bin nicht mehr in der Gewerkschaft, weil ich bin ja selbstständig gewesen. Es tut mir leid, daraus werden Sie kein besserer Mensch. Es gibt 2 Charaktere. Und im Übrigen lassen Sie mich noch sagen, ich habe die Arbeitgeberseite auch kennengelernt. Das macht vielleicht einen gewissen Horizonterweiterung aus, aber okay. Also es gibt die einen Charaktere, die den Ausgleich mit den Arbeitgebern gesucht haben. Ich wiederhole es so lange, wie es sein muss, wenn Sie dazwischen reden. Es gibt die einen, die einen Ausgleich mit den Arbeitgebern gesucht haben, um den Erhalt der Arbeitsplätze zu sichern. Und es gab die anderen Charaktere, die ich kennengelernt habe, die Marktmechanismen nicht begriffen haben. Und diese Charaktere sitzen heute nun einmal links außen bei uns hier im Plenum. Aus dem Grund, meine Damen und Herren, habe ich diesen Abschluss gar nicht kritisiert, sondern am Anfang meiner Rede sogar gelobt. Ich bin nicht eingegangen auf manch andere Dinge, die man hier noch so weit besprechen könnte. Ja, man könnte noch auf die Inflationsrate eingehen und auf das, was am Ende auch davon übrig bleibt. Aber das würde zu weit führen, denn letztendlich hat eine
letztendlich hat eine Regierung, würde ich gerne hernehmen, letztendlich hat eine Regierungskoalition hier in Hessen auch eine Aufgabe, nämlich mit den Steuergeldern ordentlich umzugehen. Auch das muss man immer sehen. Deswegen habe ich nicht das Thema verfehlt, sondern ich habe klargemacht, dass es eben neben Lohnerhöhungen noch andere Dinge gibt, die dem Bürger in Geldmitteln zur Verfügung stehen. Das sind nun einmal kommunale Steuern und die gesamten Rahmenbedingungen, die man hier als Parlament noch verändern kann, damit die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben. Damit glaube ich, und das ist mein abschließender Satz, auch das noch einmal zu sagen, ich wünsche mir tatsächlich auch, bzw. wir als AfD wünschen uns tatsächlich auch eine Rückkehr in die TDL. Das wäre eine tolle Sache, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Es gibt so viele Aufgaben, wo ich glaube, sie sind nur im größeren Rahmen zu bewerkstelligen, dass das überlegt werden sollte von dieser Regierungskoalition. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Richter. Als nächstes hat sich der Abg. Müller von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin Müller, für die Erteilung des Wortes. Ich möchte noch einmal jetzt wissen, weil ich habe das bis jetzt nur von Herrn Frömmrich gehört, der gesagt hat, man wird jetzt verhandeln über die Rückkehr in die TDL. Das habe ich nicht von der CDU gehört, das habe ich auch nicht vom Minister gehört. Da hat sich das Ganze anders angehört. Und wenn wir hier schon eine solche Debatte führen, wäre ich dankbar, wenn man mir noch einen Hinweis gibt. Man kann in beide Richtungen argumentieren. Es ist bekannt, dass wir als Freie Demokraten auch sehr lange den TVH unterstützt haben. Wir haben dann nicht mehr die Vorteile gesehen in den letzten Verhandlungsergebnissen. Deswegen entschieden, dass wir das auch nicht mehr unterstützen. Es gibt Argumente. Sie haben die IT-Fachkräfte angesprochen, die man ausführen kann, wo ein TVH auch Vorteile bieten könnte. Da übrigens, Herr Schaus, wenn wir uns im Wettbewerb befinden um die besten IT-Fachkräfte, könnte es helfen, wenn es nicht überall gibt, sondern nur bei uns. Das sage ich nur im Interesse des Landes Hessen. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch die Gewerkschaften, wüssten da ganz gerne Bescheid. Und es gibt ja die Möglichkeit, und wir auch, es gibt ja die Möglichkeit, sich jetzt noch einmal da entsprechend zu äußern, weil die Betonung der Besonderheiten des Tarifvertrags Hessen doch eben sehr deutlich geworden sind. Ich will das gar nicht kritisieren, aber ich würde gerne wissen, woran die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lande Hessen sind und wir als Parlament auch sind. Vielen Dank. Wenn Sie wollen. Der Minister Beuth hat das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will die Frage gerne beantworten, wobei ich glaube, dass ich sie vorhin in meinem Redebeitrag schon einmal hier klar dargestellt habe. Wir werden Gespräche mit der Tarifgemeinschaft der Länder beginnen über die Frage der Rückkehr der Hessen in die TDL. Unter der Bedingung, so steht es auch im Koalitionsvertrag, dass die Vorteile des TV Hessen auch in Zukunft erhalten bleiben können. Und das, zweite Bemerkung, ist der Unterschied zu den Kollegen aus Berlin. In Berlin war die Rückkehr relativ einfach. Es gab nämlich keine Spezifika, und die Tabellenwerte lagen alle unter der TDL. Bei uns ist das anders. Wir liegen mit den Spezifika, die wir haben, an vielen Stellen besser als die Tarifgemeinschaft der Länder. Deswegen ist das ein bisschen komplexer als das, was die Berliner dort gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der CDU-Fraktion abgehalten.